Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent bzw. Scharfer Schütze. In diesem Video habe ich einfach mal so vorgehabt, euch mal so zu zeigen, wie ich so derzeit meine Credits farme. Deswegen habe ich jetzt extra schon mal vorbereitet, dass ich jetzt 0 Credits dabei habe. Habe ich extra mal alle weggetan. Und ja, ihr seht schon, ich bin jetzt hier schon mal auf Tatooine. Das ist nämlich schon die erste Sache, die ich nämlich immer so mache, und zwar die Tatooine Hotspots. Und zwar öffnet ihr zuerst mal euer Aktivitätenfenster, geht auf Einzelspielen, dann ist hier irgendwo Tatooine Heldmission. Das nehmt ihr an, klickt auf Reisen und dann spawnt ihr genau hier. Ich empfehle euch als erstes, bevor ihr das macht, am besten hier die Instanz auf PvP zu stellen. Denn dann habt ihr, dann sind die meist weniger Spieler, weil hier seht ihr gerade, hier sind 2 Leute. Und einer davon bin ja ich, also ein einziger weiterer. Und dann geht ihr direkt an das Terminal. Und ich nehme eigentlich immer alles an, außer das, weil ich finde, weil das dauert mir immer zu lange. Der Rest, der geht immer relativ schnell. Und ja, das Problem ist eigentlich, ich habe jetzt hier schon die Bonus-Quests gemacht. Deswegen kann ich euch die Bonus-Quests jetzt nicht zeigen, aber ich kann euch erklären, wie die funktionieren und wie einfach die eigentlich sind. Also, dann porte ich euch einfach direkt zur ersten Quest. Oder porte ich mich jetzt dahin. Und dann geht das Ganze auch schon los. Wenn das Ganze mal laden würde. Ja, ich nehme auf, deswegen lädt es mal wieder ewig. Typisch. Na komm, lad. Auf jeden Fall, die Bonusquest hier besteht darin, eine bestimmte Anzahl an Gegner zu töten, und zwar 12 Stück, müssten das glaube ich sein, wenn ich mich jetzt nicht verdenke. Dafür greift ihr halt jetzt hier die ganzen Gegner vorne an. Ich habe die Bonus in dem Fall jetzt schon mal gemacht, denn die könnt ihr nur einmal pro Woche machen. Dienstag ist Reset, Dienstag 14 Uhr, ab da könnt ihr dann wieder machen. Ist leider etwas doof, aber ihr habt ja, vielleicht habt ihr mehrere Charaktere, ich habe es in dem Fall jetzt nur diesen einen hier. Das war den hier einen, um zum zeigen. Der andere Charakter bin ich nicht so gut ausgerüstet, da mache ich auch nicht so viel Schaden, da lohnt sich das auch eigentlich meist nicht, da lohnt sich das eher mehr mit dem Charakter einfach hier die Bonusquest auszulassen, halt mehr, dafür mehr Missionen zu machen. Ihr greift halt diese Gegner alle an, dann, ich werde das jetzt mal auslassen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Die hier könnt ihr noch besiegen, also immer da, wo 3 drin sind. Okay. Bis ihr jetzt 9 habt, also 9 von 12 müsst ihr dann jetzt haben, wenn ihr diese Gegner, die ich jetzt gezeigt habe, besiegt habt. 9 von 12, also ihr habt noch nicht 12 von 12, ihr könnt doch schon alle farmen, ist eigentlich egal. Auf jeden Fall stehen ja hier, stehen auch noch 3 Gegner, das heißt, ihr habt dann hier schon mal 9. Und dann könnt ihr hier noch diese 3 besiegen, dann kommt ihr insgesamt schon mal auf 12. Das ist so meine Taktik, hier drunter, hier drunter. Irgendwie vor H2. Ah, ich mach gerade H2s, eigentlich gar nicht, wo ist der Typ überhaupt? Ist der auf der gleichen Instanz wie ich? M2. 2. Nee, das ist die falsche Instanz. Ja, sorry. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt hier die 12 zusammen haben. Wenn ihr die 12 zusammen habt, dann hier die Kiste öffnen. Hier drin stehen bleiben und einfach jetzt irgendwie Flächenschaden zünden oder sowas, weil die Gegner, die kommen auf jeden Fall sowieso her. So, ich jetzt hier mal auf einmal den Feuerschutz. Hier nehmt in dem Fall euren Flächenschaden. Und zack, die erste Quest schon mal geschafft und wir haben 21k. Mal gucken, wie viel wir am Ende haben. Ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Und hier sehen wir sehen auch gerade, der Suchtdruide ist hier aktiv. Also hier ist auch ein Suchtdruidengebiet. Also falls ihr mal schnell ein paar Suchtdruidenteile finden wollt, dann nehmt einfach die Heldenquest. Nehmt die nebenbei mal mit. So, hier ist auch noch eine Bonusquest. Und zwar dafür müsst ihr 4 von diesen Jedi-Rettern besiegen. Retter, nicht Ritter. Und zwar macht ihr es folgendermaßen. So mache ich das immer einen einzelnen und den Rest immer in den Gruppen. Also in dem Fall greife ich jetzt erstmal hier die Gruppe an. Jetzt aber nichts wie hoch. Und danach immer einen einzelnen. Und dann ist es wichtig, dann müsstet ihr hier 4 haben und hier 3. Stimmt das überhaupt? Ne, hier müsst ihr 4 haben und bei den Jedi-Rettern 3. Wenn ihr es jetzt so macht wie ich. Also ihr kämpft einfach so lang, bis. Also in dem Fall, der rettet jetzt hier sowieso noch rein, deswegen kann ich es nicht so zeigen jetzt. Jetzt die Gefangenen sind jetzt bei 4. Und hier bei denen werden wir jetzt bei 3. Bei 3, also hier 4 von 5 und bei den Jedi-Rettern 3 von 4. 4 müsst ihr besiegen übrigens. Und dann mache ich das eigentlich immer so, dass ich dann einfach nicht noch einen Einzelnen besiege. So, ich mache das einfach immer so, dass ich einfach zur nächsten Gruppe schon renne. In dem Fall nehme ich immer die hier, weil hier meist auch noch eine Kiste steht. In dem Fall jetzt natürlich nicht. Also hier steht manchmal eine Kiste drin. Und dann besiegt ihr den hier zuerst. Den Jedi-Retter. Das ist ganz wichtig, dass ihr zuerst wirklich den Jedi-Retter jetzt angreift. Wenn ihr natürlich die Bonus habt. Wenn ihr die nicht habt, ist es egal. So, dann müsst ihr jetzt die Bonus geschafft haben. Wenn ihr die Bonus geschafft habt, erst dann die Gefangenen angreifen. Und schon ist die Quest auch wieder geschafft. Nochmal 21k.
Und wir sehen jetzt gesehen, dass ich richtig schnell. Ich weiß, auf der Webseite geht das ein bisschen. Dauert es meiner Meinung nach ein bisschen länger, Tatooine. Weil die Quests da manchmal echt beschissen sind. Also da gibt es Planeten, glaube ich, die schneller sind. Ich kenne mich auf der Webseite von zum Thema H2 nicht aus. So, bei der hier, das ist ein bisschen fies gemacht. Und zwar hier müsst ihr, glaube ich, eine bestimmte Anzahl, ich weiß nicht genau, wie viele Gegner es waren. Ich glaube 16 Stück oder so. Müsst ihr hier besiegen. Das Problem ist, wenn ich diese drei Dinger hier droppen bei den Gegnern. Wenn ihr die aufsammelt, diese drei Dinger, dann ist die Quest vorbei. Und die Bonusquest, die verschwindet dann. Das Gute bei den Bonusquests ist eigentlich, ihr könnt sie nachholen. Das heißt, also wenn ihr die früher schon mal, wenn ihr die einmal verkackt habt, dann könnt ihr die am nächsten Tag nachholen. Weil die Quest, weil die H2 selber die resetten jeden Tag. Die könnt ihr jeden Tag machen. 14 Uhr, beziehungsweise 13 Uhr. Je nachdem, welche Zeiteinstellung ist. Jedenfalls, der Trick hierbei ist es, nicht zu looten. Also jetzt noch nichts looten, bis ihr die Bonus voll habt. Also bis ihr eure 16 oder wie viele immer Gegner das waren, besiegt habt. In dem Fall kann ich jetzt schon looten, weil ich die Bonus eh nicht habe. Auf jeden Fall, der Trick hierbei ist nicht zu looten, dass ihr auf jeden Fall nicht diese drei Dinger voll kriegt. Also ihr könnt so viel looten, bis ihr halt 2 von 3 habt. Ich empfehle allerdings immer zum Schutz am besten gar nicht looten. Weil, wenn man so wie ich Autoloot anhabt, dann ist es dann kann man das meistens mal nicht so schnell erkennen. Ich habe immer Autoloot an, das geht dann immer so schneller. Und halt je nachdem, wie viel Glück gehabt habt, droppen mal die Dinger. Hier bei den Gegnern, bei den Javas nicht, aber bei den Droiden. Die Javas, die könnt ihr auch gleich mit angreifen, die stören jetzt nicht. Ich glaube, die zählen sogar auch für die Bonus dazu. Auf jeden Fall, da ich jetzt die Bonus nicht habe, dann gebe ich das nicht gleich ab. Aber ihr seht, wenn ihr jetzt das Ding einsammelt und direkt die 3 habt, ist die Quest sofort vorbei. Wir gucken, wie wir 21k. Und wenn ihr sie bekommt, dann 324 Kommandopunkte. Bekomme ich jetzt in dem Fall nicht. Und 168 Dunkelseite-Punkte. Dann nächste Quest direkt. Ich gucke jetzt mal absichtlich nicht zwischendurch auf den Zwischenstand. Dass wir das ein bisschen spannend lassen. Das sind so meine Methoden. Wir sind gerade mal bei 5 Minuten in der Folge. Und haben schon 3 Quests geschafft. Jetzt die vierte. Die dauert auch nicht gerade viel länger. Und da habe ich auch einen kleinen Trick. Eigentlich habe ich für jede Quest eigentlich immer einen Trick. Also so, sonst mache ich jetzt. Es gibt natürlich wieder welche, die jetzt sagen, das geht auch bei anderen Methoden viel schneller. Dann nutze ich halt andere Methoden. Ich nutze so meine Methoden, falls ihr vielleicht eine bessere Idee habt, mehr gerne die Quantara. Also wenn ihr jetzt die Bonus noch nicht gemacht habt, dann greift ihr diese Gegner hier an. Ich habe es in dem Fall schon gemacht. Und wenn ihr die Bonus schon gemacht habt, dann geht ihr direkt zu diesen hier. Hier am besten jetzt eine Attacke raushauen, dass ihr nicht gestunt werden könnt. Zum Beispiel jetzt hier das Verschanzen. Wenn ihr eine habt. Ich bin jetzt natürlich doof und habe die anderen Gegner auch mitgezogen. Ich trottel. Sehr schlau. Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Ist ja bisher auch noch nicht passiert. Ist natürlich Vorführeffekt. Muss ja passieren, allein schon, weil ich aufnehme. Das stimmt. So. Keine Muni, ey. Beziehungsweise keine Energie. Jetzt sage ich schon Muni, jetzt bin ich wieder am Soldaten gewöhnt. Kriege ich den mit den Feuerdinger dann down oder brauche ich doch nochmal ein bisschen Schaden? Also normalerweise, wenn ihr halt die Bonus schon fertig habt, dann braucht ihr die Gegner hier nicht besiegen. Oder halt, wenn ihr Tarnung habt, natürlich könnt ihr euch gleich durchtarnen, aber wenn ihr halt keine Tarnung habt, dann macht ihr es am besten so wie ich. Die Gegner hier besiegen, am besten vorher vielleicht mal die Energie wieder aufladen. Dann geht das nämlich etwas schneller, weil man dann nämlich die besseren Attacken drücken kann. Vielleicht mache ich morgen mal ein Video zu den Marker-Plattergrunds. Den hätte ich mal voll Bock drauf, oder vielleicht sogar noch heute. Gucken, wie lange wir bei den Heldenquests noch sind. Also meine erste Sache, die ich jeden Tag mache, ist Tatooine. Gucken wir, auf wie viele Credits wir nachher am Ende kommen. Dummerweise kann ich jetzt die Bonus-Quests nicht mitzählen, da ich die jetzt hier nicht bereits schon gemacht hatte. Jedenfalls alle Gegner hier vor den Terminals einfach besiegen hier unten. Das ist so meine Taktik. Falls ihr natürlich eine andere Taktik habt, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Also Tatooine ist meiner Meinung nach immer das, was am schnellsten geht. Weil ihr habt ja gerade gesehen, wir haben jetzt innerhalb von 5 Minuten nicht mal. Jetzt sind wir bei 8 Minuten ungefähr. Und wir sind schon eigentlich bald durch. Also man kann das Ganze hier, wenn man schnell ist, in 15 Minuten vielleicht schaffen. Gut, natürlich, wenn die Bonus hat, dauert es vielleicht noch ein bisschen länger. Und hier mache ich es jetzt eigentlich so, ich greife die Gegner gar nicht erst an, sondern hau einfach die Terminals kaputt. Den hier. Am besten, sobald er anfängt mit seiner scheiß Granate, stunnen. Jetzt aber nichts wie hoch. Und Autolaufen anmachen. Und möglichst so gehen, dass er euch nicht mehr sehen kann.
Zeit, die reicht nämlich locker, dass sie jetzt wieder runterkommt. Ihr seht, der Typ, der greift mich, versucht mich zwar immer noch anzugreifen, ist aber zu doof dafür. Ich bin auch gerade zu doof und dann einfach hier auf die Kiste springen. Hier runterspringen. Achtung, hier stehen normalerweise auch noch die Gegner, die könnt ihr aber auch ruhig ziehen. Also das ist jetzt für das, falls ihr die Bonus schon habt, weil ihr sie natürlich noch nicht habt, besiegt ihr den ganzen Gegner. Auch diese hier. Und jetzt ist nämlich der Trick, sobald man dieses Terminal zerstört, die spawnen alle Gegner. Das heißt, die sind dann weg. Und wir können direkt hier das Gespräch machen. Das skippe ich jetzt einfach mal durch. Mache ich auch normalerweise. Ich wollte jetzt hier einen schnellen Run machen. Laggt jetzt hier gerade ein bisschen nur. So, ich drücke eigentlich gerade die ganze Leertaste. Jetzt hier einfach wieder Flächenschaden reinhauen. Und die gehen eigentlich relativ schnell down, bevor der Bot anfängt zu kämpfen. Der Gegner, der ist auch nicht schwer. Manchmal buggen diese Truppen hier ein bisschen rum. Aber das ist nicht schlimm. Ich krieg den Gegner trotzdem problemlos down. Seht ihr jetzt ja gerade hier. Falls ihr eine etwas bessere Ausrüstung habt, könnt ihr euren Gefährten auch auf Schaden stellen. Oh, vielleicht später. Hab ich sogar gerade noch Lieder bekommen. Oh scheiße, jetzt seht ihr den Zwischenstand. Scheiße. Ich wollte ihn euch eigentlich erst am Ende zeigen, weil jetzt habt ihr ihn eh gesehen. Ich muss sagen, jetzt ich selber habe ihn noch nicht gesehen, den Zwischenstand. Aber ihr habt ihn jetzt gesehen, toll. Ihr habt ja gesehen, wir haben bei 0 extra angefangen. Jetzt hier rein, hier nutze ich auch meinen kleinen Trick. Entweder natürlich, wenn ihr die Bonus hier noch nicht habt, dann alle Gegner hier besiegen und dann erst die Kisten zerstören, weil die Kisten, die sind hier nämlich die Hauptquest. Und hier gibt es auch eine Bonusquest, in dem ihr alle Gegner besiegt. Auch den Boss da oben, obwohl der auch nicht schwer ist. Also der hat nichts drauf, der hat nur so eine Attacke, mit der er euch weghaut und die kann man unterbrechen. Und hier ist jetzt einfach nur der Trick, hier, wenn ich jetzt die Bonus schon habe, zerstöre ich einfach die Kisten und renne durch die Gegner wieder durch, wie gerade eben. Gibt dabei nicht so viel zu beachten, einfach durchrennen. Die schubsen dann jetzt über weg und machen einen langsamer. Wenn ihr eigentlich einen Heilgefährten oder einen Tankgefährten geht, glaube ich auch. Haben wir noch nicht ausprobiert. Dabei habt auf jeden Fall der Boss macht diese Attacke hier. Das Problem ist, man zieht den immer von hier unten. Das ist das Problem bei diesem Boss. Man zieht den, obwohl man unten ist. Und ihr seht die ganzen Gegner, die rennen sowieso alle auf den Gefährten drauf. Auch wenn ich daran vorbei renne. Und schon haben wir die Quest fast auch geschafft. Und jetzt mal 11 Minuten. Den Rauch aus den Exchange-Lagern. Und schon wieder nächste Quest geschafft. Gut gemacht. Ich muss sagen, ich habe gerade eben den Zwischenstand noch nicht gesehen. Steht noch was neu im Chat? Nö. Vielleicht ich kurz mal gucken, ob ich irgendjemand anschreibt. Weil wenn ich da nicht antworte, ist es irgendwie auch doof. Und dann direkt nächste Quest. Das ist so meine Möglichkeit. Falls ihr natürlich bessere Möglichkeiten habt, Quests zu farmen, immer gerne in die Kommentare. Ich habe letztens ein Video davon gesehen. Gucken, ob das auch noch irgendwann ins Forum gepostet wird. Ich habe ja das Tutorial-Forum. Vielleicht poste ich das ja auch nochmal da rein. Oder... Vielleicht macht es auch Gamer, ich weiß es nicht. Also es ist ein Gamer 2018. Grüße an dich hier. Ich hoffe mal, ich darf dich heute im Video erwähnen. Vielen Dank für das Posten von deinen Tutorials. Du hast ja auch ein paar Tutorials ins Forum gepostet. Danke dafür. Und auch danke für den Vorschlag mit der YouTube Adventure Map. Und hier mache ich es einfach so, sobald ihr die Dinger zerstört habt. Wenn ihr die Bonus hier noch nicht habt, die gibt es nämlich zwei Boni heißen sie, glaube ich. Hier müsst ihr auch noch mal ein paar Gleiter zerstören. Das zeige ich jetzt einfach mal. Ich habe zwar die Bonus schon, aber hier gibt es auf jeden Fall zwei Bonus. Auf jeden Fall einmal hier die Gleiter zerstören und Kisten, wie hier gerade eben auch. Und dann zusätzlich auch noch, dass hier sechs Gegner besiegt, glaube ich. Auf jeden Fall hier sind zwei Gleiter, hier an den Gegnern kommt ihr ganz problemlos vorbei, den Gleiter zerstören. Dann fahrt ihr hier rein und zerstört hier die drei Kisten. Wo ist die dritte jetzt eigentlich gewesen? Da. Und dann hier hin, zerstört die Kisten und den Gleiter. Hier die Kisten und Gleiter, dann hier noch eine Kiste und dann seid ihr durch. Mit der Bonus und dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich wieder zurückfahre. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass man die zweite Bonus hier nicht machen kann. Ist mir mal so passiert, dann war ich nämlich plötzlich hier schon bei 7 und bei der Bonus erst bei 3 oder so. Deswegen fahre ich eigentlich immer wieder zurück. Hier funktioniert es auf jeden Fall. Jedenfalls macht ihr es halt so wie ich. Ich weiß gar nicht, ob man die erste Bonus, also die Bonus da drüben, schon machen kann, bevor man das hier alles zerstört. Ich muss ja noch nicht ausprobieren. Wäre vielleicht mal eine Idee. Dann wäre es natürlich auch sinnvoller, das in der Reihenfolge zu machen. Auf jeden Fall halt die Gegner hier. Das ist nämlich die letzte Quest hier. Müsst ihr halt zum Schluss besiegen. Und normalerweise wird es ja auch nochmal so eine Bonus geben, dass ihr 6 Gegner besiegen müsst. Und natürlich, 6 ist natürlich kleiner als 8, deswegen schafft ihr das dann auf jeden Fall. Also das ist so meine Mechanik, jetzt habe ich natürlich wieder keine Energie, super.
muss mal ganz kurz nachladen hier, weil ich echt keine Energie gerade habe. Gut, jetzt regeneriert sie auch. Problem ist halt, wenn sie runtergeht, wenn sie immer weiter runtergeht, dann regeneriert die nicht mehr so schnell. Ich habe übrigens auch nochmal nachgeguckt wegen den GSI-Missionen. Die gibt es tatsächlich nur für Markep, Tatooine, Alderaan und Hoth. Also für andere Planeten gibt es die gar nicht mehr. Ich dachte eigentlich, die gibt es für noch ein paar mehr Planeten, aber anscheinend nicht. Also haben wir GSI schon mal überall durch. Eigentlich schade. Vielleicht kann man sie, ich glaube, auf Rebseite die ein bisschen anders, ne? Ich weiß gar nicht, wie die auf Rebseite sind. Ob das da andere Quests sind. Letztes hatten wir Rot gemacht, da hatte ich ja totale Probleme bei dem scheiß Vulkan Tatooine, da war ja das Problem bei der H2. Also wirklich, vielleicht kann man es auch noch die GSI H2 mitnehmen, wenn man halt die Dinger schnell findet. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Das Problem ist, man kommt jetzt von hier aus wieder schlecht zum Raumhafen, weil es im Raumhafen direkt keinen Port gibt. Man muss dann sich nicht mehr zur Kantina porten. Ihr beide werden immer besser. Du könntest aber mitnehmen jetzt mal zur Testweise. Und schon ist die Quest geschafft. Und an manchen Tagen, ich weiß nicht genau, wie das ausgerechnet wird, bekommt man halt noch so eine Dinge. Die bekommt man ja aber irgendwie nicht immer, die bekommt nur an manchen Tagen. Ich weiß nicht genau, wie das ausgerechnet wird. Und halt, wenn ihr sie halt bekommt, Kommandopunkte, bekomme ich jetzt in dem Fall nicht. Und auch nochmal zusätzliche Credits, 6000 ungefähr. Und hier nochmal 21k. Und jetzt sind wir schon bei 166.000, ist ja noch nicht so viel. Jetzt können wir uns nochmal zurückporten zur Kantina, zur Treibsandkantina. Und können dann nochmal die GSI H2 mitnehmen, weil die bringt ja, glaube ich, auch noch ein paar bisschen Credits. Ich muss aber sagen, das habe ich bisher sogar noch gar nicht ausprobiert. Das habe ich nämlich letztens erst rausgefunden. Wenn wir die jetzt auf die Schnelle mal schaffen und das Ganze auf die Schnelle mal lädt. So, das Ganze mal wieder auf die Aufnahmetaste drücken, dann lädt er nämlich sofort. Dann einfach wieder zum GSI-Terminal. Problem ist halt, dass da hinten kein Port ist. Das ist der einzige Nachteil, weil man kann es ja auch zuerst machen, die Quest. Das probiere ich jetzt gleich mal aus, wie viel Quest sie eigentlich bringt. Ich meine, die anderen bringen ungefähr 21k. Das Ding hier, wenn man das verkauft, dann kriegt man auch nochmal ein bisschen was. Wenn ihr habt Glück habt, dann bekommt ihr halt manchmal so ein lila Loot hier. Brauche ich jetzt in dem Fall natürlich nicht, weil ich habe nicht mal ein Schild. GSI, guck hier, 25k bringt ja auch noch, wenn man jetzt schnell die Transmitter findet. Ich weiß nicht mal mehr, wo die überhaupt nochmal waren. Ach du, doof, ey. Wo waren die denn nochmal? Vielleicht hätte ich mir das mal merken sollen. Ah, da oben. Ich glaube, die ändern aber auch immer wieder ihre Position. Da haben wir schon mal den ersten. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Jetzt weiß ich das ja. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch wirklich. Also erstens schon mal schnell gefunden. Gucken, jetzt sind wir gerade bei 16 Minuten ungefähr. Zack, erster ist fertig. Ich glaube, als zweites ist lieber sinnvoller hier erstmal hinzufahren, weil da hinten ist ja der Endboss. Dann der ist irgendwie, glaube ich, auch der schwierigste. Muss ich sagen, da habe ich auch ziemlich lange für gesucht. War aber auch der erste, den ich gefunden habe, weil ich dann erst wusste, was ich überhaupt machen muss. Also halt, ihr müsst halt an den Dächern immer noch diese Antennen Ausschau halten. Die hängen halt hier an der Wand irgendwo runter. Ab hier können die sein. Gucken. Wo war die letztes Mal überhaupt? Letztes Mal war die irgendwo da hinten. Da hinten in der Ecke war die letztes Mal. Hier. Hier irgendwo hier in der Ecke. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube, die hing hier. Diesmal hängt sie natürlich nicht da. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen suchen hier. Ja, es ist nun mal eine Suchquest. Wenn man natürlich Glück hat, dann findet man die Dinge auf Anhieb, wie gerade eben, aber oder wenn man halt Pech hat, dann muss man ein bisschen suchen. Mal gucken, ob ich die jetzt hier auf die Schnelle irgendwo finde. Ihr seid eure Entscheidung, ob ihr die mitnehmen wollt. Also die anderen Quests, die empfehle ich auf jeden Fall so mitzunehmen, aber diese hier, wenn ich halt gerade so doof bin, die Antenne zu finden. Na, Antenne, wo bist du denn? Antenne MV, wo bist du? Nein, Antenne MV nicht. Antenne MV, ey, rede ich jetzt mal gerade irgendwas mit Antenne, wollte ich jetzt gerade irgendwie einen Witz reißen und dann bin ich genau in dem Moment auf Antenne MV gestoßen. Ja, jetzt wisst ihr, wo ich wohne. Dämlich. Mann, wo ist denn das Ding jetzt? Ich meine, so viel weiter kann, hier kann das doch gar nicht sein. Ich bin bestimmt schon mal vorbeigefahren. Scheiße. Okay, hier ist er nicht, weil hier ist Ende.
Letztes Mal war die, glaube ich, hier dran. Ach komm, jetzt muss ich wieder ewig suchen hier, das Scheißding. Eine Antenne, wo hast du dich versteckt? Ich wette einfach mal, ich bin schon dran vorbeigefahren. Ich wette es. Ich weiß es auch einfach schon. Das müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Das weiß ich jetzt schon. Ich denke aber wirklich schon, dass es auch schon wirklich trotzdem Kommentare kommen werden. Wie konntest du es mir sehen, ey? Ach man, wo ist denn das Ding jetzt? Hier irgendwo? Ach da! Ja gut. Och Gott, warte, jetzt packt der Suchtruhe wieder rum. Warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz hier rausfahren, weil der Suchtruhe wieder rumbackt. Ja, wenn der Suchtruhe dann auch noch rumbackt, dann dauert es natürlich noch länger. Jetzt findet er wieder, jetzt kriege ich ihn wieder. Wenn man die Suchtruhe da nicht starten kann, ist natürlich auch wieder ein bisschen blöd. So, jetzt kann ich ihn starten. Jetzt haben wir die zweite Antenne. Halt, je nachdem, wie viel Glück gehabt habt. Hier bei der Quest geht es natürlich ein bisschen um Glück. Wo halt die Dinger spawnen. Letztes Mal war sie nämlich komplett woanders. Und ja, jetzt müsste das Ding eigentlich auch gleich wieder ankommen. Suchtruhe, wo hast du dich versteckt da? Okay, zwei haben wir. Oh, ein Raumschiff. Und hat jetzt hier da hinten noch eins. Leider kann man nicht drei in ein Gebiet suchen, sondern man muss hier halt in den drei verschiedenen Gebieten hier suchen. Ich empfehle euch allerdings, das hier auf jeden Fall zuletzt zu machen, denn hier nachher wird natürlich auch dann nachher das Ziel sein. Okay, hier ist es nicht, so weit weg ist auch nicht. Letztes Mal war die, glaube ich, hier oder so. Hier ist natürlich, das Ding kann überall sein. Manchmal verstecken die echt gemein, wie gerade eben. Einfach mal so hinten irgendwo in der Gasse mittendrin. Kann aber sein, dass ihr das Ding ziemlich schnell findet. Ich fahre zur Sicherheit nochmal hier lang. Hier ist nichts, oder? Nee. Ja gut, entweder ihr nehmt es halt mit oder... Ach, da ist es. Okay. Oh man, Suchtruide, bitte. Funktioniert doch mal. Das ist halt das Problem, wenn man aus den Gebieten rausfährt. Dann backt sich der Suchtruide gern mal fest. So, jetzt funktioniert er auf jeden Fall wieder. Dann einmal hier gescannt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit weg. Immer besser. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit weg. Ist er grün? Ist er grün? Ja, er ist grün. Okay, passt. Und dann fahrt ihr direkt schon, während er noch sucht, hier einfach weiter. Dann nach hier hinten. Weil dann müsst ihr nämlich direkt hier rein. Das kennen wir auch noch aus der Folge. Und dann den Druiden hier besiegen. Und dann seid ihr auch schon wieder fertig. Müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr das mitnehmen wollt. Kommt dann immer so ein bisschen auf Glück an, ob ihr das hier schafft. Erzähl nichts wie hoch. Okay, also es hat jetzt noch ziemlich lange gedauert, weil ich halt so ewig gebraucht habe, um das zweite Ding zu finden, aber wie gesagt, falls ihr halt Glück habt, dann findet ihr die Dinger so relativ schnell und dann ist doch 25k schnell eure. Und bisher habe ich das hier selber noch nicht gemacht, weil ich gar nicht wusste, dass die Quest hier eigentlich so machbar ist, so schnell. Also kommt es aber wirklich darauf an, ob ihr Zeit habt. Also ob ihr das von der Zeit her... Also mehr, also ein bisschen auf Glück kommt es halt hier an, ob er halt die Antennen schnell findet. Also wenn ihr die schnell findet, dann lohnt sich das auf jeden Fall, das mitzunehmen. Wenn ihr natürlich ewig braucht, um die Dinger zu finden und halt richtig Pech habt und die Dinger richtig scheiße platziert sind, weil die Dinger, die spawnen immer zufällig. Ich glaube, dafür gibt es irgendwie bestimmte Spots. Also wenn man sich bestimmte Guides anschaut und da halt die verschiedenen Spots sich irgendwo raussucht, dann und halt diese Spots überall absucht. Ich denke mal, dafür gibt es festgelegte Positionen, wo das Ding spawnt. Dann soll das Ganze auch schnell gehen. Zack, und schon haben wir 25k noch mehr. Und sind wir bei 192k. Ich will gut aussehen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge morgen machen wir dann weiter mit dem zweiten Planeten, den ich dann immer so spiele. Bis dann, bis nächste Folge. Ciao.